Welcome to Zurich, Switzerland, Restaurant Primitivo Letten, down right by the riverside. Put this one in a mind. When I come to work in Primitivo 2008, with a lot of brothers and sisters, they've been here working, a lot of big family, I can even count it. Right now, I'll introduce you what we have here. We have Rinse Burger, Poulet Burger, Tuna Burger, Caesar Salad. We have planted vegan for everybody. We have some food. You have to come and try it. You see it? Bam! We have food for everyone and every day when the sun is up. We are here for everyone. Put the good vibes on, enjoy the sun. Faszination für mich, dass hier am Oberen Letten so viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Und es hat für mich etwas Internationales. Ich komme immer gerne hier, ich sehe eure Crew am Oberen Letten, am Primitivo, arbeiten. Seit Jahren. Jede Woche alles aufbauen, je nachdem, wenn es regnet, halt nicht. Und ich komme seit Jahren hier und esse den Hamburger oder das Linsengericht. Und es ist immer fein. Ich mache das mit Liebe, mit Hingabe. Es ist eine grosse Freiheit, mich wieder zu bewerben für das neue Primitivo. Ich bin vom Oberen Letten mit dem Bahnwagen und dem Parkplatz und dem Skaterpark und das Ganze, was entstanden ist. Und wir haben die Philosophie eigentlich auch im Betrieb, dass wir ein bunt durchmischtes Publikum haben, beziehungsweise durch bunt durchmischte Mitarbeiter in der Küche, wie im Service, beziehungsweise im Kiosk. Und wir haben viele Kulturen und Religionen hier an dem gleichen Ort haben und miteinander gut arbeiten können. Wenn es zum Beispiel mal Probleme gibt oder wir haben irgendwie Probleme mit Gästen, die über den Durst getrunken haben oder sich nicht mehr ganz gespürt, dann haben wir eigentlich immer jemanden im Team, der deeskalierend wirken kann. Es ist eigentlich ein sehr friedvoller Ort, den wir auch zusammen so gestaltet haben, dass er so ist, wie er ist. Und wir würden gerne dranbleiben, den Ort so friedvoll weiterhin können, zu gestalten. Primitivo, was ist Primitivo für mich? Es ist ein wichtiger Teil von meiner Integration in der Schweiz. Ein paar Jahre nachher habe ich auch hier gearbeitet und das war fantastisch, mit fantastischen Leuten und für mein Deutsch war auch wichtig. Sinon, j'aurais été toujours dans le français und ich bin froh, hier jeden Sommer zu sein. Ich finde es eben schön, auch jetzt, 13 Jahre später, wenn ich hierher komme, es gibt immer noch Leute, die ich noch kenne, die immer noch hier arbeiten. Langjährige Mitarbeiter, die mich sogar noch kennen. Und ja, das ist immer so ein bisschen wie das Heimkommen. Hallo, mein Name ist Palma Ada. Ich bin Musikerin und Filmemacherin aus der Stadt Zürich. Ich habe für ein paar Jahre, da am Letten meine Gastro-Anfänge fast schon gehabt. Und habe nachher, als ich vom Film mit Musik gewechselt bin, mein drittes Konzert da am Letten fest spielen. Und es war recht eine Überforderung, gerade vor 6'000 Leuten. Aber der Markus hat mir das zugetraut und ich glaube, es hat einen sehr, sehr coolen Nährboden gegeben für das ganze Projekt, das immer noch am Wachsen ist. Und jetzt, 3 Jahre später, etwa nach Corona, darf ich nochmal spielen am Lettenfest. Das freut mich natürlich sehr. Ein Applaus für Palma!
Ja, und ich wünsche ganz fest, dass das Team vom jetzigen Letten das so weiterführen darf, weil es einfach die Stadt mega geprägt hat und auf eine Art und Weise, wie es jetzt noch nicht gibt, in anderen Formaten. Darum all for these people. Danke, Markus, für alle Möglichkeiten. Bisous! Ein Gewusel an Interessen und Kulturen. Es kommen junge Leute, die die Wände nutzen, zum Sprayen. Es kommen Leute an, die Skateboard fahren. Es kommen die Badler an, die richtig schwimmen. Es kommen die Leute an, die sich begegnen wollen, die ihren Körper zeigen, wie an der Copacabana. Dazu Musik hören, es vibriert. Es hat für alle Platz und es ist auch spannend, wie das in Zürich passieren kann, auf engstem Raum, dass man sich so toleriert. Ich finde es eine gelebte Utopie. We are here for everyone. Put the good vibes on. Enjoy the sun.